So, ey Leute, willkommen zurück zu Replay Oldschool. Ich bin Max Holz, ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks, GTA Online Lowriders am Stüssel, Lowrider Tuning mit diesem wunderschönen D-Class Moonbeam Muscle Car. Wie dabei ist Enrico Italia. Salam Aleikum. Salam Aleikum. Jetzt könnt ihr mal kurz den D-Class Moonbeam hören, wie er sich anhört. So, Fahrgeräusche. Innenleben. Und ab zu Benny's Motorworks und da steht Enricos Voodoo. Ja, in Blau sieht es natürlich besser aus. In Blau sieht es natürlich besser aus. Doch. Okay. Komm, Benny, mach auf. Und wir werden jetzt das Ding in einen wunderschönen, richtig geilen Lowrider, Schrägstrich, Showcar, was auch immer, Tuningcar verwandeln. So, erstmal Fahrzeug reparieren. Ihr seht ja, die Karre sieht ganz normal, echt stinknormal aus. Nichts Besonderes, ganz normaler Van. Eigentlich ist es ja so eine Art Van, ja, Muscle Car aus GTA 4. Der ist jetzt wieder neu in der GTA 5. Und jetzt mal aufrüsten. 370.000. Boom. Was war bis jetzt das teuerste vom Aufrüsten her? Ich glaube, der Voodoo, oder? Wow. 370.000 ist ziemlich heftig. Das müsste der teuerste gewesen sein. Er ist auch ein fetter Van. Eigentlich ist es ja nicht so üblich eigentlich. Ne? Egal. Kostet vielleicht deswegen ein bisschen mehr. So, Fahrgestell. Karosserie. Seitenplatte. Ach ja, hier oben ein bisschen zugebaut, ne? Jo, ich meine, ja, warum nicht? Okay. Eine Seitenplatte. Dann bei Motor. Wir haben wieder das Übliche. Vorher sieht es eigentlich keinmal so schlimm aus. So. Ich wäre diesmal für das Rot mit Rillen, weißt du? Jo. Nehme ich. Luftfilter haben wir Chrom, Doppel und gebogen nehmen wir Doppel. Ach, Doppel sieht am besten aus. Keine Ahnung, diese Hanuta-Teile. Lecker. EMS? Nope. Chromauspuff, ja, diese fetten vier unten. Habt ihr schon in dem einen Screenshot gesehen? Ja, nehme ich. Sprengstoff, nope. Kühlergrill, Chrom oder Stahl. Ich nehme Stahl, das sieht geil aus. So alles schön abgedeckt. Stahlkühlergrill. Und wie gesagt, diese Karre wie den, wie auch den Voodoo oder auch den Willard Faction, zu denen nochmal was bei Tuning-Schätze in der nächsten Folge Tuning-Schätze. Da gehe ich nochmal genauer drauf ein, auf so Hintergrundwissen und so weiter, ne? Erstmal nur der reine Lowrider-Tuning an sich. So, dann Hupe, da er schon mal in der GTA 4 mit dabei war, nehmen wir wieder die fortlaufende Liberty City am Stiesel. Hydraulik. Oha, das sieht ziemlich richtig nice aus eigentlich, wa? So, mit dem fetten Kofferraum vom Moonbeam. Oh ja. Vierfach Pumpen. Oha. Die ganzen Batterien, Alter. Das sieht ja echt heftig aus. Also ich bin echt dafür, das letzte zu nehmen, weil da hast du noch unten diese schöne rote Ablagefläche. Das ist fett, oder? Doch, das stimmt. Das ist geil. Cool. 52.000 einfach mal rausgeschmissen. Why the hell not? Bam. So, Innenraum. Hast du schon so eine Idee vielleicht, wie wir den jetzt designen? Also mal richtig geil designen, nicht so bitchy wieder oder trashig? Ich hab eine Idee, Hast du eine Idee? Enrico, ja. Da hat sich gedacht. Innenfarbe? Welche? Da ist, ja. Na, warte, ja. Man könnte es doch. Ja. Blau machen. Blau? Blau, sagt er. Okay, machen wir mal Blau. Sonnenblau oder Seuchenblau? Dieses Blau? Ultrablau? Wir machen Ultrablau. Wie wär's mit dem? Ultrablau. Jo, habe ich. Ultrablau. Ultrablau für innen. Und jetzt suchen wir so ein schönes Design aus für innen. Wir haben ja die Sonnenausstattung. Kleine Mini-Lautsprecher. Okay, denkst du so, ey, relativ harmlos. Hier in diesem Zwischenstück. Auf dieser Zwischenablage so auch ein paar kleine, denkst du noch so, ja, bis jetzt nicht so besonders, sieht schon ganz cool aus. Jo, aber dann kommt noch Multimedia. Multimedia-Armaturenbrett. Ja, wenn man vergleicht so. Richtig geil mit so einem fetten mit so einem fetten Display in der Mitte, was leider nicht funktioniert. Mal kurz durchschalten, hier ändert sich nichts, nur ändert sich nur vorne was. Das sieht schon mal cool aus. Sonnenausstattung, Primärfarbe. Okay, das ist rot. Ändern wir noch? Nicht so cool. Multimedia Primärfarbe. Ich weiß nicht. Ne, nehmen wir das Blau, oder? Wobei, die können wir noch, die Primärfarbe können wir noch ändern, oder? Können wir noch, aber wir nehmen das erstmal. Multimedia Armaturenbrett. Okay. Ja, noch denkt man
So, ja, sieht schon ganz cool aus, aber nichts so besonders. Geht noch. Okay, weiter geht's jetzt. Verzierung. Was passt zu dir, Kerl? Nehmen wir mal, was wir noch nicht hatten. Nehmen wir diesmal den Tod. Den wollte ich mal noch aufheben. Gevatter Tod, Wackelkopf. Juh, er wackelt schon so leicht. Passt ja ganz gut zu Halloween jetzt. Verzierung, so Instrumente. Hat Straßenflitzer, alles klar. Ja, das passt ja schon ganz gut. Skorpion. Ich werde, glaube ich, Skorpion nehmen. Ich schalte mal kurz durch, weil ich bin selber Skorpion. Von daher nehme ich Skorpion. Bam, Skorpion. Dann Türen. So, jetzt wird's lustig. Billig-Lautsprecher? Natürlich nicht. Einfache Lautsprecher? Nein. Erweiterte Türlautsprecher? Nein. Audiophilie-Türlautsprecher? Nein. Wir nehmen extreme Lautsprecher, Alter. Oh. Das sieht so heftig aus, Junge. Das ist wirklich, Benny, Alter, Benny hat es wirklich richtig übertrieben diesmal. Wir haben mehr Lautsprecher als Tür fast. Nehmen wir Sitze. Speziell angefertigte Ledersitze. Die sind natürlich nice. Guck mal, mit den Nähten und so, mit dem Leder. Fett. Nehmen wir Lenkrad. Wir haben Dreier, Puh, Kröte, Hot Rod. Ich schalte das mal durch hier. Was könnte passen zu so einem Van? Burnout hatten wir schon. Holz vor der Hütte. Okay. Magst du Holz vor der Hütte? Nein. So, was ist, ich weiß nicht so ganz. Sollen wir vielleicht wieder das Kettenlenkrad nehmen? Weil die anderen passen, finde ich, nicht so. Ja, Kette passt gut zu Tod und so. Das sieht ein bisschen Hardcore noch aus. Das passt echt, ja. Ach, zu einem Van halt. Nehmen wir Kette wieder. Schaltknüppel. Was cooles 8-Ball hatten wir noch nicht. Ich schalte mal einen von unten durch. Pisswasser. Mikro hatten wir, glaube ich, schon. Nehmen wir einen Illuminaten-Van. Oder 8-Ball. Komm, 8-Ball, geht ja 3 Anspielungen. Nehmen wir 8-Ball. Dann Schilder. Ja gut, müssen wir durchschalten. Auf jeden Fall wieder Neon, das ist Pflicht. So, Bennys. Nehmen wir Bennys. Nehmen wir Davis. Ja, so ein Stadtbezirk. Aber, weiß nicht. Boas hatten wir noch nicht. Wollen wir Boas nehmen oder was anderes? Nehmen Boas. Ja. Oder Westside. Guck mal, Westside ist ganz cool, oder? Westside ist eigentlich auch nice. Also, jetzt ist die Auswahl zwischen... Es ist die Auswahl zwischen Westside und Boas. Westside. Westside. Okay, nehmen Westside. Lichtfarbe. Nehmen wir ein freshes Grün, würde ich sagen, oder? Jo. So ein freshes Grün? Okay, ich muss mal kurz schauen, wo es ist. Das ist immer so die Sache. Limettengrün. Die haben wir es schon. Ein freshes Limettengrün. Und das war's zum Innenraum. Westside, jo, sieht nice aus. Dann Scheinwerfer, Xenon, Neon. Okay. Was willst du denn für eine... Mach mal Limettengrün oder willst du Blau oder irgendwas anderes? Mach mal Blau. Blau? Okay, er will Blau. Mach mir Blau. Elektrisch Blau oder normales Blau? Ah, elektrisch. Elektrisch. Okay. Design, bevor wir zum Design kommen, erstmal noch Enricos Wunschlackierung diesmal. Ja. Welche Primärfarbe magst du denn haben, Metallic? Weiß oder blau? Weiß oder blau? Dann würde ich sagen, für den Bereich nehme ich mal blau. Aber was für ein Blau? Wieder Ultrablau? Gibt es das für, nee, für die Lackierung? Ja, Ultra. Bin mir gerade nicht sicher. Okay, Ultrablau. Ultra. So, für den anderen Part, für Sekundär, was nehmen wir da? Weiß. Weiß, alles klar. Warte, ich muss jetzt mal... Es war, glaube ich, ganz unten. Ich muss mal... Es wäre echt geil, wenn ihr noch eine wenn ihr noch eine Kategorie für die extra für die Farben machen, so alles schön ordnen. Eisweiß. Nehmen wir Eisweiß? Jo. Eisweiß. Okay. Eiswagen. Eiswagen, Eisweiß, Eisblau, Blauweiß, Blauweißer Tiefkühlkost oder sowas. Ausstattungsfarbe hatten wir. Jetzt geht's zum Dach. Gepäckträger. Nein, sieht scheiße aus. Wir nehmen das Tuning-Dach. Oh yeah. Dacherweiterung, Super Streamline. Gab's auch schon in GTA 4. Dann, nein, nicht verkaufen. Heckklappe. Gibt's noch ein extra schönes Reserverad, schön mit einem blauen Streifen und eine Leiter, dass du hochklettern kannst da oben, dass du was verstauen kannst, weiß ich nicht. Was kannst du da oben verstauen, wenn du so in einer Hood unterwegs bist mit einem Lowrider-Van,
mit Gangstern am Schlüssel. Freundin. Entweder das oder ein paar Päckchen von diesem grünen oder von diesem weißen Zeug. Ich weiß es nicht. Ich nehme es jedenfalls. Alles klar. So. Getriebe. Jo, Renngetriebe. So, Kofferraum. Jetzt kommt's zu den Boxen. Sieht ja schon mal ziemlich nice aus mit den ganzen Hydraulikpumpen-Batterien. Aber wir wollen noch fette Subwoofer. Oh mein Gott, Alter. Oh. Geilo. Das ist eine kleine Mini-Disco schon hier drin. Ja. Und es geht noch mehr. Oh mein Gott. Premium-Klangmauer. Ja. Extreme Klang. Alter, zieht euch das rein. Extreme Klangmauer, ja. Wir nehmen natürlich das. Es sind so viele Boxen, das ist der Hammer. Und es ist Neon-Limettengrün. Es ist, oh mein Gott, das sieht so nice aus. Turbo. So, 50.000 Reifen. Felgentyp, jetzt wird es wieder interessant. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wieder echt nicht. Vielleicht die hier, Knockoffs, ja, mit Chromrand. Die sind schön. Ja. Ja. Oder die hier. Die sind schön. Oh, ich. Nee. Okay. Er sagt, okay, er sagt. Er sagt, dann nehmen wir die. So, weiter geht's. Felgenfarbe. Nehmen wir Blau, würde ich sagen, oder? Können wir Blau nehmen. Königsblau, Blau, Babyblau. Cool. Ultrablau. Weiß nicht. Haben wir noch ein leuchtendes Blau? Nehmen wir das hier. Das sieht gut aus. Jo. So, Reifen. Reifenmuster. Jo, das ist. Fette nice. Weißwand, oder? Fette Weißwand, natürlich. Ja, klar. Na, aber immer. So, jo. Reifenqual nehmen wir. Blauen Reifenqualm. Moment. Blau. So. Und Fenster. Das war's im Prinzip schon. Das ist unser D-Class Mumi. Halt! Wir haben noch. Was? Designs vergessen, Digga. Wir haben Designs vergessen. Oh, oh shit. Das sieht schauen wir mal. Ein bisschen komisch aus. Goldene Linierung. Rote Linierung. Nee. Oh, schön grün. Recht geil. Das sieht so geil aus, oder? Diese leuchtenden mach fetten Subwoofer hin und Boxen. Ja, sieht schon geil aus. Okay. Was gibt's noch? Dann haben wir. Das sieht auch cool aus. Sieht alles richtig geil aus, irgendwie. Ich weiß, es gibt noch dieses Totenkopfmuster. Ja. Das hier. Oh, yeah. Oh mein Gott. Oh, aber weißt du, was da besser passen würde? Da würde eine Farbe besser passen. Da würde ich vielleicht noch das Weiß wegnehmen, oder? Kannst du machen. Und welche Farbe ersetzt du? Na, Blau denn, oder? Blau? Ja. Ja. Aber dann haben wir mal nicht bei diesen Reifen da kein Weiß mehr. Na, oder wir lassen es einfach so, oder? Wollen wir es so lassen? Dann war auch. Was machst du? Jo. Aber was wir noch nicht hatten, war, glaube ich, waren die Nummernschilder. Jo, wir nehmen. Nochmal kurz durchschalten. Das würde passen. Nehmen wir das Magnetics, das sieht gut aus. Klassisch, schön mit Blau unten. Und Wunschnummernschild, irgendwas mit Blau. Jo, Benny, gute Frage. Oder hier Pounders mit Weiß, Schwarz, auch ganz cool. Und ja, das war's im Prinzip. Das ist unser. Wunderschöner Moonbeam-Van. Die Class Moonbeam. In der Hydraulik. Lowrider-Fucking-Version. Das sieht so fett aus, Alter. Als ob irgendein. Weiß ich nicht. Als ob es gerade auf Eis fährt oder irgendwie durch einen Schneesturm. Irgendwas mit Eis, Schnee, Winter, verschneiter See. Solche Sachen kommen mir gerade in den Kopf. Jedenfalls, wir steigen mal kurz eben aus. Dann gehe ich mal eben in die Fernsteuerungsoption. Moment. So. Motor ein. Ju. Und Scheinwerfer ein. Komm, ein. Oh, was machst du da? Nix. Machst du einen Bitch-Move? Nix. Radio ein. Ja. Nehmen wir mal, warte mal. Radio Los Santos. Er kommt gerade um Gelaber. Los Santos Rock Radio. Jo. Okay, und jetzt Fahrzeugtüren alle auf, bitte. Cool. Sehr, sehr nice. Und wir schauen uns die Kiste mal an. Hier unser verchromter Luftfilter. Könnt ihr das alles richtig sehen gerade, weil es ist ein bisschen dunkel. Aber sieht man wenigstens, es ist Neon schön. Diese Neon-LEDs an den ganzen, an den, diesen tausend, gefühlten tausend Lautsprechern, ja. Sieht krass aus. Geil. Sehr schönes Lenkrad. Armaturendesign. In der Ablage ist nochmal irgendwas, glaube ich, so ein iPhone-Halter oder sowas, ein Smartphone-Halter, nicht fett. Unser Wackelkopf. Gleich geht's nochmal ans Bouncen, dann werde ich es nochmal ein bisschen bouncen lassen. Boah, und hinten diese epische Disco, ja, zieht's euch rein.
Und die Hydraulikpumpen sind mal zugemacht. Und die Plakette. Sehr, 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 sehr schön. So, wir wollen noch mal ein bisschen bouncen. Dann müssen wir kurz das Radio ausmachen. Sonst gibt es wieder Stress mit der GEMA. Ihr wisst Bescheid. Oh, Alter, weißt du, was cool ist? Vor diesem Totenkopfmann. Den Sensenkopfmann. Guck mal den Sensenkopfmann an. Warte. Fällt dir was auf? Oh, der leuchtet. Ja, da leuchten die Augen. Geil, oder? Okay. Jetzt bisschen bouncen. Aber, kleiner Nachteil, es geht relativ schwer, hier hoch zu bouncen, hoch zu springen mit dem Moonbeam Van. Das ist der einzige Nachteil, dass es nicht so hoch geht, glaube ich zumindest. So, jetzt hängst du mal von außen. Boom, boom, boom. Doch, ich habe mich gehört, man muss es nur richtig timen. Kurz mal von unten. Bounce. Bounce, bounce. Nochmal von hinten. Schöne blaue Beleuchtung, wunderschön. Ey, das sieht richtig harmonisch aus, alles gefällt mir echt gut. Komm, höher. Höher. So, nee, und noch ein bisschen durch. Nicht. Höher geht nicht. Nochmal kurz durch die Street fahren, weil es unser letztes Auto, unser allerletztes Auto von der Vorstellung von den GTA Online Lowriders, Lowridern von allen sechs. Und dann nochmal kurz auf der Street die Lowrider-Funktion testen. So. Bam, bam. Da gucken die anderen. Wie gesagt, fahren könnt ihr. Bloß lenken könnt ihr nicht, wenn ihr im Lowrider-Mode seid. Okay. What the fuck? Komm. Nochmal. Vorne bouncen. Wheelie. Hinten bouncen. Kommt eine Brücke, Achtung. Geil. Oh, wie nice. Yo, das war's im Prinzip mit allen Lowridern, die wir vorgestellt haben. Zusammen hier ich mit Enrico Italia. Danke nochmal an dich, mein Sohn, dass du hier mitgemacht hast. Sehr schön. Ja, bitteschön. Coole Action. Weil, ja, das ist halt eine coole Sache, wenn denn zwei am Start sind. Das ist halt noch ein bisschen unterhaltsamer. Und dann hat noch der zweite noch ein paar coolere Ideen vielleicht, wo ich dann sage, hey, mir fällt gerade nichts ein. Ja. Beim Tuning, was das Tuning angeht, wie zum Beispiel beim Moonbeam, der richtig nice aussieht, vielleicht hätte ich nicht so nice ihn bekommen. Ich weiß es nicht. Weil ich hätte wahrscheinlich wieder rot und schwarz und weiß gemacht oder so oder irgendwas anderes. Ja, ist klar. Jo. Und, was gibt's noch zu sagen? Wie gesagt, zu den zwei zum Moonbeam, zu den drei zum Moonbeam, zum Voodoo und zum Faction. Hintergrundinfos nochmal bei Tuning, schätze dann. Und ansonsten war's das mit der Vorstellung von allen GTA Online Lowriders Update Lowridern. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr mich und VP Oldschool unterstützen möchtet, wie immer, könnt ihr in die Videobeschreibung schauen, was ihr über meine Amazon-Links einkaufen, da kriegt ihr einen kleinen Teil von ab, wenn ihr Bock habt. Ja. Okay. Ansonsten, bis zum nächsten Video. Ihr haut rein. Oh. Und das war unser Lowrider. Alter. Jetzt reicht's mir komplett. Das Ding ist kaputt, von daher. Nein. Total Schaden, Mann. Doch. Doch. Nein. Doch. Doch. Yo, ihr haut rein. Wir sind raus. Peace out. Bis dann. Bye, bye. Ciao, ciao. Peace out, man. Jetzt ist ein Brandbeam. Brandbeam. Aua. Ihm wäre nicht begeistert.